Nahrungsergänzungsmittel, das sind keine Medikamente. Das sind Nahrungsergänzungen. Das ist also, sich gesund erhalten, um Mangelerscheinungen abzuwehren. Nicht? Aber die Dosis macht das Gift. Und es gilt dann trotzdem auch für ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer 2 Flaschen Aronia-Saft trinkt auf einen Schlag. Nur weil es gesund ist. Kennst du das Beispiel da von England? Als ein Engländer Karottensaft, sich mit Karottensaft zu Tode gesoffen hat. Der ist dann ganz gelb im Gesicht gewesen, wie er tot war. Hat die Leber vergiftet. Ne? Also das ist genauso, wie ein Pfund Zucker ist. Ne? Da sind wir am gleichen Punkt. Das ist ein Nahrungsmittel. Also die Dosis macht immer noch das Gift. Ne? Da muss man halt wissen, wann Ende ist. Sollte eigentlich jeder selber herausfinden. Ne? Und bei den Richtlinien zur Tagesdosis, die vorherige Frage noch, es ist so, der Hersteller hat die Verantwortung. Er muss es an sich selbst oder an seiner Familie oder an seinen Bekannten ausprobiert haben, was die Dosis wäre, ne? Die verträgliche Dosis.